dann möchte ich Sie auch recht herzlich heute Morgen an Heilig Drei König hier im Kemeraden recht herzlich begrüßen. Sie haben es gemerkt, der Klimawandel schlägt wieder voll zu heute Morgen und freut mich, dass trotzdem alle von weit und fern hierher gekommen sind. Ganz besonders freut sich, dass einer einen ganz weiten Weg auf sich genommen hat. Sepp Seidel, unser Landtagskollege aus Niederbayern, aus Tigerhöchen. Herzlich willkommen. Dann möchte ich natürlich auch unseren heutigen Hauptredner begrüßen, den Bernhard Zinnjörg aus München, unser Europaspitzenkandidat aus Bayern. Lieber Bernhard, herzlich willkommen. Selbstverständlich auch unseren hiesigen Landtagsabgeordneten Franz Bergmüller. Herzlich willkommen, Franz. Und nicht zuletzt natürlich auch die Presse vom BR. Schön, dass ihr gekommen seid und ihr uns berichtet. Vielen Dank. Zu unserem heutigen Frühschoppen. Vielleicht ein paar einleitende Worte. Ich werde jetzt ein paar Worte sprechen. Dann wird Bernhard Zinnjörg seine Thesen für die Europawahl vorstellen. Danach haben wir die Möglichkeit zur Diskussion. Danach wird Franz Bergmüller nochmal explizit aus dem Landtag berichten. Und dann haben Sie die Möglichkeit, natürlich Fragen an die Abgeordneten zu stellen, wie wir das bei uns immer haben. Wir legen großen Wert darauf, dass wir mit den Bürgern im Dialog sind. Und von dem her nutzt es die Gelegenheit, wenn Sie Fragen haben an uns, fühlen Sie frei, wir gehen dann so frei um und dann kann jeder seine Frage stellen. Wir stehen da gern zur Verfügung. Als allererstes, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen natürlich am Jahresanfang ein frohes und gesundes neues Jahr 2019 wünschen. Hoffentlich Sie sind alle gut rübergerutscht und hatten Gelegenheit, vielleicht ein paar ruhige Tage zwischen Weihnachten und Neujahr mit Ihrer Familie zu verbringen. Und verbunden mit dem Jahresanfang, mit dem Jahreswechsel, sind natürlich die gewisse Vorsätze, die man sich vornimmt. Ja, dass man vielleicht sich das Rauchen abgewöhnt oder dass man mehr mit der Familie macht oder vielleicht, dass man auch ein bisschen mehr rausgeht an die frische Luft und so weiter. Und Sie kennen vielleicht die Anja Reschke, meine Damen und Herren, bekannt aus, von der ARD, vom Magazin Panorama. Und die hat sich folgenden Vorsatz für 2019 genommen. Nämlich, ich zitiere, wütende weiße Männer in den Arm nehmen und ihnen sagen, dass sie immer noch tolle Hechte sind. Meine Damen und Herren, was will uns Frau Reschke damit sagen? Das ist die Frage. Wütende weiße Männer in den Arm zu nehmen, kann sie gern machen. Ich möchte allerdings von Frau Reschke nicht angefasst werden. Ich möchte weder von ihr in den Arm genommen werden, noch von irgendeiner anderen Integrationstante. Da sage ich jetzt mal MeToo, das geht nämlich gar nicht. Danke. Wir hatten die letzten Tage, obwohl ja so ein bisschen politische Pause war, doch einige Ereignisse in Deutschland, die ein bisschen betroffen machen, meine Damen und Herren. Und wir hatten hier als AfDler und als Landtagskandidaten oder Landtagsabgeordnete den Vorfall in Döbeln, als vor wenigen Tagen das Büro von unserem Kollegen in Sachsen, von Sven Dickhauser, mit einem Sprengstoffanschlag verwüstet und beschädigt wurde, meine Damen und Herren. Und das ist jetzt allmählich eine andere Liga. Wir sind da eher so in der Schiene von der RAF in den 70er Jahren. Sprengstoff, meine Damen und Herren, ist keine Bagatelle mehr. Sprengstoffanschläge auf Abgeordnetenbüros sind eine schwere Straftat und die Staatsanwaltschaft, die Zuständige, hat drei Personen vorgeführt bekommen, die man in Verbindung gebracht hat mit diesem Anschlag, und die Staatsanwaltschaft in Chemnitz hat die Haftbefehle ausgesetzt und die drei Herren und Damen sind auf freiem Fuß. Ich halte das, ganz ehrlich gesagt, für einen großen Skandal. Wenn jemand mit Sprengstoff einen Anschlag verübt, dass er danach noch freien Umlauf hat, meine Damen und Herren. Und da sieht man jetzt einfach mal, wo unsere Gesellschaft da abrutscht und dass die Justiz scheinbar nicht mehr in der Lage ist, dieser Situation Herr zu werden. Wir kennen diese Situation, dass wenn Richter beispielsweise Urteile sprechen über bestimmte Clans, über bestimmte kriminelle Vereinigungen, dass sie danach im Leben bedroht werden. Ein Richter muss unabhängig sein von unserem Staat. Das ist
elementar für unsere Gesellschaft. Und wenn die Justiz nicht mehr in der Lage ist, dem Ganzen Herr zu werden, dann müssen wir da ganz, ganz höllisch aufpassen, dass unser Staat hier nicht eine falsche Richtung abrutscht. Wir hatten am 15.12. eine Demonstration in Rosenheim. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Wir haben zurzeit die Vorbereitungsphase. Wir eröffnen ja am 12. Januar offiziell unser Bürgerbüro in Rosenheim und haben jetzt als renoviert, eingerichtet, haben jetzt mal ein bisschen einen Testbetrieb gehabt. Und allein die Mitteilung, dass dieses Büro eröffnet wird, was eigentlich dafür da ist, dass man als Abgeordneter seine Arbeit macht. Wollen wir das aufgestellt haben? Naja, gut, kriegen wir es so ein. Dass man als Abgeordneter seine Arbeit macht, dass man für den Bürger da ist, dass der Bürger ins Büro kommen kann, sich informieren kann, dass wir hier unsere Arbeit leisten können. Wir stehen im Landtag, das muss ich auch mal dazu sagen, unsere Büros immer noch zur Verfügung stehen. Dass wir hier in unserer Arbeit so behindert werden, ist schwierig zu beurteilen. Und noch bevor wir richtig das Arbeiten aufgenommen haben, hatten wir eine Demonstration in Rosenheim. Und da muss man einfach festhalten, da gab es Anzeigen wegen Landfriedensbruch, gegen die Linken logischerweise. Da gab es sämtliche Anzeigen jetzt wegen Ruhestörungen, wegen Nutzung und allem drum und dran. Und das ist für Rosenheim, liebe Freunde, schon bemerkenswert, was sich hier mittlerweile tut. Und wir müssen sagen, es ist jetzt vielleicht etwas hier in Kinhardt weniger oder in Aibling oder in Kolmar oder wo auch immer. Aber Rosenheim ist jetzt auch nicht die Großstadt, wo man sich das erwartet. Und man hat das eigentlich immer so abgetan, das ist eine Sache von München, linke Gewalt oder von Nürnberg, von den großen Städten. Nein, das ist bei uns am Land heraus angekommen. Und da machen halt dann so Leute mit, wie ein Herr Metzger, SPD-Stadtrat, der dann über seine Gewerkschaftskontakte da hier aufruft und die Jugendlichen von diesem schwarzen Block, die kennt man ja aus den Aufnahmen aus von den 20 Gipfel in Hamburg, die werden natürlich dazu animiert, weil die auch noch denken, dass sie das Richtige machen, wenn sie gegen Abgeordnetenbüros hier vorgehen und versuchen, das zu stürmen. Meine Damen und Herren, um es auf den Punkt zu bringen, diese Szene muss deutlich intensiver überwacht werden und es muss auch einmal zu juristischen Konsequenzen kommen. Die Linken haben im Moment, und diese extremen Linken haben im Moment hier im Lande Narrenfreiheit. Das sind viele kleine Bagatellgerichte, da schmiert mal ordentlich irgendein Spruch an die Wand. Ja, da hat er etwas hingeschmiert in seinem jugendlichen Leichtsinn. Dann passiert mal das, dann passiert mal das. Und das alles zusammen, liebe Freunde, ist einfach, ist jetzt ein Maß überschritten, da müssen wir jetzt endlich was machen. Wir haben. Sollen wir weitermachen? Ja, gut. Wir haben das Problem, dass es halt jetzt hat, allmählich auch Ausmaße annimmt mit diesem Sprengstoffanschlag, das über eine Schmiererei, über eine Bagatelle deutlich hinausgeht, meine Damen und Herren. Und das sind keine Strafen, das sind politische Straftaten, das sind keine Bagatellen mehr, die man irgendwie abtun könnte, sondern das ist massiv. Und ich habe jetzt halt, man hat ja so jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten als. Dankeschön. Man hat als Abgeordneter ein bisschen mehr Möglichkeiten, der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich habe jetzt mal eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Und zwar habe ich die Staatsregierung gefragt, welche Verbindungen haben denn diese linksextremen Gruppen in Rosenheim, namentlich Nika, namentlich Contra la Tristesse, wie sie sich so nennen, mit ihren Fantasien an. Was haben die denn für Verbindungen zu den Linken, zur SPD, zu den Grünen und deren ganzen Jugendorganisationen? Das möchte ich jetzt einfach mal wissen. Und Freunde, wir wissen, dass da was ist und wenn da jetzt nichts rauskommt, dann haben wir ein ganz großes Problem. Weil wir wissen, dass die CSU 2015 mit denen allen paktiert hat und dass man die... So, probieren wir es mal. Dass sie jetzt, dass die CSU hier in Rosenheim mit denen paktiert hat, dass die CSU denen Equipment zur Verfügung gestellt hat. Das war zu der Zeit, als die noch brav der Frau Merkel gefolgt sind und am Bahnhof geklatscht
haben, ja, und die Oberbürgermeisterin hat ja auch Blasmusik damals aufspielen lassen, ich kann das nur immer wieder wiederholen. Dann haben wir gesehen, bei diesen Linksextremen, die da demonstriert haben, die sich da daneben benommen haben, die Landfriedensbruch begangen haben, da waren Fahnen von den Jusos, also von den Jungsozialisten, der Jugendorganisation der SPD zu sehen. Da waren SPD-Stadträte mit am Berg. Wir hatten letztes Jahr thematisiert die zwielichtige Finanzierung von Wahlpropaganda oder von Wahlveranstaltungen durch den Stadtjugendring. Der SPD-Stadtrat Anwar Erdogan ganz vorne weg. Wir hatten bei uns am Infostand im Wahlkampf Alexandra Gieringer, um einfach mal ein paar Namen auch zu nennen. Alexandra Gieringer ist die Vorsitzende der Grünen Jugend in Rosenheim. Wir haben die zusammen erwischt mit den Chaoten von dieser NICA-Organisation und von Contra la Tristesse, wie sie in SS-ähnlichen Methoden uns umstellt haben und unseren Infostand über eine Stunde blockiert haben, meine Damen und Herren. Und da muss jetzt Schluss sein, jetzt ist die AfD im Landtag, wir räumen jetzt auf. Und meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass es über eine Stunde dauert, wenn Leute meinen, sie müssen demokratische Parteien, wie wir es auch sind, schlicht und ergreifend dann mit einer Menschenkette zu umzingeln, der Freiheit zu berauben und das Ganze dann unter Spontandemonstration laufen zu lassen, dass es über eine Stunde dauert, bis die Polizei hier überhaupt mal einschreiten darf oder einschreiten kann. Wir sind auch nicht zu gewinnen für irgendwelche Deeskalationseinsätze, bei denen wir unser Büro nicht besetzen oder uns in irgendeiner Art und Weise von unserer Arbeit abhalten lassen. Und das muss man ganz klar sagen, nein, wir stehen tapfer und stolz und unerschütterlich in unserer Meinung und zu unseren Werten und zu unserem Vaterland und wir werden diesen Beschwerden die Stirn bieten, so rum und nicht andersrum. Da gab es ein zweites Vorkommnis dieser Tage, der große Datenklau. Große Empörung, meine Damen und Herren, irgendwelche Hacker haben natürlich rechtswidrig, das kann man nicht für gut heißen, haben Kreditkartendaten, persönliche Daten, Telefonnummern, Urlaubsfotos und alles, was man sonst eigentlich so veröffentlicht, von verschiedenen Schauspielern, von Journalisten, Politiker diverser Couleur erbeutet. Und verstehen Sie mich ganz klar, das möchte ich an der Stelle nochmal wiederholen, der Schutz privater Daten gilt für alle Bundesbürger. Ja? Aber für manche war es wieder vollkommen klar, dass dahinter die AfD steckt oder gleich der Putin. Und ich muss dazu sagen, es war schon ein bisschen auffällig, dass es gewisse Personengruppen getroffen hat. Till Schweiger, ganz ein großer Integrator, ja, ganz großer Flüchtlingsfreund. Dann Politiker von sämtlichen linken Parteien, natürlich Regierungsmitglieder, den Bundespräsidenten und den Oberhetzer Oliver Welke von der Heute-Show. Die waren alle mit am Start. Und insgesamt hat sich diese ganze selbstgerechte bionale Bourgeoisie von diesen Integrations- und Toleranzpromis getroffen, meine Damen und Herren, meiner Meinung nach nicht immer die falschesten, weil das sind diejenigen, die davon leben, dass sie über andere Leute herziehen und die schlecht machen und so weiter, brauchen sie nicht wundern, dass jetzt irgendwann mal einer die Schnauze voll hat und selber irgendwie aktiv wird. Ich möchte es nicht für gut heißen, aber die Konsequenz haben sie selber hervorgerufen. Ein paar Worte zum Landtag. Wir sind angekommen, 22 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ein gutes Klima in der Fraktion. Wir haben wie andere Parlamente auch jetzt unsere kleinen Anfangsschwierigkeiten, bis wir unsere Büros bezogen haben, bis das alles geklärt ist. Aber wir haben uns in sehr, sehr kurzer Zeit aufgestellt. Wir sind in den Ausschüssen vertreten. Wir sind in vielen Bereichen jetzt aktiv. Ich selber bin jetzt im Gesundheits- und Pflegeausschuss, meine Damen und Herren, und da gibt es natürlich einiges zu tun. Sie kennen es aus dem Wahlkampf noch von mir, die Sache mit den Geburtsstationen, nicht nur in Bad Aibling, das ist ja ein bayernweites Problem. Die kleinen Landkrankenhäuser insgesamt stehen immer wieder zur Disposition. Dann haben wir auch im Gesundheitsausschuss mit so Sachen zu rechnen wie Themen wie die Beschneidung von Frauen oder andere kulturelle Bereicherungen, die jetzt in den letzten Jahren zu uns gekommen sind. Thema Infektionskrankheiten, das ist, Sie kennen alle meine Zitate, ich möchte das gerne wiederholen, aber wir haben auch MRSA-Fälle, also diese multiresistenten Keime in den Krankenhäusern, das ist ein großes Thema auch für die nächste Legislaturperiode. Wir haben
den Pflegenotstand zu bekämpfen, meine Damen und Herren, zwar in den Krankenhäusern und in der Altenpflege. Da haben wir ganz, ganz große Probleme und die Lösung ist nicht, noch mehr Billigarbeitskräfte zu importieren, sondern dass wir die Pflege endlich mal auf gesunde Beine stellen. Wir haben eine Herausforderung bei der Ausstattung der Rettungsdienste. Auch da geht es darum, im Sinne der Digitalisierung 4.0 die Rettungsdienste quasi mit dem Krankenhaus zu vernetzen, noch enger zu verknüpfen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es einfach Zeit spart und Zeit ist Leben im Krankenhaus bzw. im Rettungsdienstbereich. Wir haben die medizinische Versorgung auf dem Land sicherzustellen. In den Städten gibt es viele Ärzte, da gibt es auch viele Fachärzte. Bei uns am Land heraus schaut es schwieriger aus. Und wenn Sie zum Spezialarzt müssen, zum Spezialisten, haben Sie manchmal einen ganz, ganz großen, weiten Weg. Oder die, gerade ältere Leute, die immer so mobil sind, haben dann durchaus Probleme, irgendwo hinzukommen. Wir müssen auch darauf aufpassen, dass unsere Rettungsdienste entsprechend arbeiten können, dass Krankenhäuser auch kleinerer Organisationsstufen ortsnah vorhanden sind, weil, wenn das kleine Krankenhaus nicht mehr da ist, ja, nur noch große Einheiten geschaffen werden, dann haben wir das Problem, dass irgendwann der Krankenwagen logischerweise auch eine halbe, dreiviertel Stunde fährt. Das ist für Patienten nachteilig, das ist aber auch für die Krankenschwester, den Krankenpfleger nachteilig, weil der hat sehr, sehr weite Wege ins Klinikum, schafft Verkehr, ist also nicht nachhaltig. Und natürlich auch, man muss an die Angehörigen denken, jeder besucht gern jemanden im Krankenhaus, wenn der Opa drin liegt, wenn die Oma drin liegt, wenn der Sohn oder die Tochter drin liegt, erst recht. Und da will man kurze Wege haben und es ist für uns eigentlich wichtig, dass man diese kleinen Landkrankenhäuser erhält. Anders sieht es beispielsweise ein Herrn Martin Litsch von der AOK, das ist der Chef von der AOK in Deutschland. Und der hat die vergangenen Tage beispielsweise behauptet, wir brauchen deutlich weniger Krankenhäuser. Meine Damen und Herren, ich sehe das komplett andersrum. Wir brauchen nicht weniger Krankenhäuser, wir brauchen weniger AOK-Geschäftsstellen. Danke. Und die AfD ist jetzt dabei, dass wir in verschiedene Bereiche natürlich eindringen können, was wir vorher ohne Landtagsabgeordnete schlechter konnten. Ich habe jetzt beispielsweise die Ehre, am runden Tisch für bürgerschaftliches Engagement teilzunehmen. Da geht es um die ganzen Ehrenamtlichen, die da draußen sind, in den Vereinen, in den Naturschutzorganisationen, bei den Sportverbänden, beim THW, bei den Rettungsorganisationen, alle diejenigen, die ehrenamtliches Engagement leisten. Und ehrenamtliches Engagement, meine Damen und Herren, ist hoch zu schätzen, weil jedes ehrenamtliche Engagement entlastet den Staat, entlastet die Staatskasse, entlastet uns alle zusammen. Und deswegen muss man auch schauen, dass die Leute, die hier ehrenamtlich tätig sind, das unter guten und bestmöglichen Bedingungen machen können. Mein Telefon. So. Dann muss man schon mal sagen, wir haben jetzt seit 2 Monate Parlamentsbetrieb. 2 Monate. Und Herr Söder frustriert sich immer damit, dass es so schnell gegangen ist mit diesen ganzen Koalitionsverhandlungen und allem drum und dran. Man muss schon mal sagen, es nimmt jetzt allmählich Fahrt auf, aber bis Weihnachten ist relativ wenig passiert. Und die nächsten Sitzungen sind auch erst Ende Januar. Es sind fast 3 Monate, wo jetzt nur konstituierende Sitzungen waren und so weiter. Der richtige Betrieb läuft jetzt erst richtig an. Es ist schon durchaus lange Zeit und ich denke, da müsste man die nächsten Legislaturperioden durchaus mal ein Auge drauf haben, dass das ein bisschen flotter geht. Ansonsten muss ich sagen, von der Landtagsverwaltung wurden wir sehr, sehr freundlich aufgenommen. Man ist sehr fair mit zu uns, man geht sehr freundlich mit uns um. Und wenn Sie die Plenumsdebatten gesehen haben mit den anderen Parteien, ist es durchaus das Gegenteil. Im Plenum, das ist natürlich öffentlichkeitswirksam, da wird Tacheles geredet, machen wir uns nichts vor. Und wir haben da einen Block gegenüberstehen von verschiedenen Parteien, die sich eigentlich nicht grün sein sollten, aber die sich plötzlich furchtbar gut verstehen, seitdem die AfD im Landtag sitzt. Und wir hatten den Fall, dass unser Kandidat für den Vizepräsidentenposten durchgefallen lassen wurde, ähnlich wie Sie es aus dem Bundestag schon kennen, dass unsere Kandidaten für das parlamentarische Kontrollgremium durchgefallen lassen worden sind
und für die Landeszentrale für politische Bildung. Meine Damen und Herren, wenn man sich das mal überlegt, das parlamentarische Kontrollgremium kontrolliert den Verfassungsschutz in Bayern. Und ausgerechnet da darf jetzt die AfD nicht dabei sitzen. Da sitzt aber dann eine Frau Schulze von den Grünen mit drin, die dann mit Mika und Cortella Tristesse und all diesen Freunden über ihre Organisation auch in Verbindung steht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, braucht es eigentlich mal einen Aufschrei aus der Bevölkerung, weil das widerspricht jeglicher parlamentarischen Tradition und diskriminiert uns als AfD-Fraktion eindeutig. Aber man muss es immer ein bisschen positiv sehen, es ist natürlich immer so ein Annäherungsprozess, man kennt die jetzt noch nicht, die Neuen, was machen die so und wie denken die so. In den Ausschüssen, wo keine Presse dabei ist, läuft es ganz anders. Super freundlich, super nett, alles kein Problem. Und auch auf dem Flur oder sowas ist es kein Problem. Da haben wir immer nette Gespräche, muss ich ganz ehrlich sagen. Man stellt sich ja mal vor, man spricht ein bisschen miteinander. Der eine oder andere FDP-Abgeordnete hat schon gesagt, dass er Blasensteine hat. Also selbst auf diesem Niveau sind wir schon unterwegs. Ja. Das wird allmählich. Und es gibt zwei Leute, die mich nicht grüßen. Da ist Miss California ist mit dabei, also Katharina Schulze. Die grüßt mich nicht, das ist auch nicht so tragisch, da kann ich mit umgehen. Und ja, Joachim Herrmann, der schaut immer so ein bisschen komisch rüber. Ja, der schaut immer so mehr und schaut immer so her. Manchmal habe ich das Gefühl, der beobachtet mich. Ansonsten, meine Damen und Herren, wir nehmen hier unsere Arbeit ernst. Wir nehmen unsere Arbeit, haben jetzt aufgenommen und werden dranbleiben. Wir haben große Herausforderungen, auch hier in der Region. Sie alle kennen die Planungen zum Brenner Basistunnelzulauf. Wir haben da vorhin schon in kleiner Runde mal drüber gesprochen. Da möchte ich auf jeden Fall, und der Franz genauso, hier ein ordentliches Wort mitreden, dass eine, wenn es kommt überhaupt, eine sehr, sehr bürgernahe und umweltfreundliche Lösung wird. Schauen wir mal, vielleicht kann man das Ganze auch noch großräumig verlegen, das wäre mir das Allerliebste. Wir haben das Thema des Wohnungsbaus und bei uns in der Region der hohen Mieten, das ist für ganz, ganz viele Leute mittlerweile ein Problem, aber auch für die Wirtschaft zum Teil, weil die Leute zu den Preisen gerade umherkriegen, gerade wenn sie in einem Segment sind, wo niedrigere Löhne gezahlt werden, traditionellerweise, würde ich schon fast sagen, dann haben sie das Problem, dass die Leute auch oder Fachkräfte hier nicht mehr herziehen. Ja, wir haben keinen Fachkräftemangel, aber wir haben das Problem, dass die hohen Mieten, die hohen Lebenshaltungskosten in unserer Region schon Auswirkungen auf die Betriebe insgesamt haben. Ja, dafür kämpfen wir, dafür stehen wir, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich den Blick aus Bayern, aus Deutschland weiterrichten auf Europa. Wir haben am 26. Mai haben wir unsere nächste Europawahl und da tritt Herr Bernhard Ziemniok an. Und deswegen möchte ich jetzt den Bernhard bitten, dass er uns eine kleine Vorstellung gibt und erzählt, was er in Europa alles bewirken kann. Lieber Bernhard, kommst du mir.